Ich würde mir gerne ein sehr beunruhigendes Video anschauen. Ich habe hier was gefunden, das uns alle zutiefst verstören wird. Und zwar die dunkle Wahrheit über Ron Bielecki. Da werden wir sicherlich mal reinschauen. Ich würde sagen, let's go, auf geht's. Schauen wir uns mal die dunkle Wahrheit von Ron Bielecki an. Ich nehme an, dass es seine Leberwerte sind. Er ist der YouTuber, über den gerade jeder redet. Denn kaum jemand anderes ist momentan so relevant wie der Erfinder des Tornados. Ja gut, ob er jetzt der Erfinder ist, weiß ich jetzt nicht. Ron Bielecki. Doch auch wenn er seit einiger Zeit immer öfter in... Ja, so, natürlich jetzt wieder klar hier. Wissenswert, ne, die ich ja schon oft kritisiert habe. Sobald ich hier in den Frame komme, wird rausgeschnitten. Wird man sofort rausgeschnitten, ne? So, da, ja, Doch auch wenn er seit einiger Zeit immer öfter in Interviews, Meme-Compilations und den Vlogs der bekanntesten deutschen YouTuber auftaucht, stellen sich immer mehr Leute folgende Frage. Wer ist Ron Bielecki überhaupt? Und was... Es wird Bielecki ausgesprochen. Was ist eigentlich los mit ihm? Denn sobald man seine Videos sieht, wird direkt klar, dass Ron ein ziemlich außergewöhnlicher YouTuber ist und sein Alltag alles andere als normal ist. In diesem Video wollen wir die Frage beantworten, wie Ron so berühmt wurde, zeigen, was er damals in seiner Jugend alles für verrückt Dinge brachte und euch auch die vielen dunklen Seiten seines intensiven Lifestyles genauer vorstellen. Also ich sag's euch, wie es ist. Ich glaube, ich bin jemand, der die dunklen Seiten von Ron Bielecki am allerbesten kennt. Und ich glaube, die dunkelsten Dunkelseiten von Ron Bielecki könnt ihr euch nicht mal vorstellen. Ihr könnt euch das Krankste ausmalen, ihr legt nochmal 3-4 Lagen drauf und dann wisst ihr, was das Krankste ist. Und ich freue mich sehr, diesen Jungen wieder nächste Woche in Berlin zu sehen und da mir den ein oder anderen Pomme de Rayon-Tornado reinzuschrauben, weil da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Es wird also sehr spannend. Also bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns doch mal in die Comments, was ihr so von Ron Bielecki haltet. Um zu verstehen, wie Ron überhaupt zu der Person wurde, die er heutzutage auf YouTube verkörpert, muss man erst einmal einen Blick in seine Vergangenheit werfen. Ron Bielecki wuchs 1998 in Berlin-Schöneberg als Sohn deutsch-polnischer Eltern auf und bis zu seinem 14. Ganz wichtig, sein Vater ist eine Partylegende, das dürft ihr nicht vergessen. Lebensjahr hatte er immer wieder mit leichtem Übergewicht zu kämpfen. Auch wenn das an sich heutzutage nichts Ungewöhnliches ist, störte sich Ron schon damals als Teenager so sehr daran, dass er anfing, regelmäßig Sport zu treiben. Bevor er 15 wurde, ging er schon mehrmals die Woche ins Fitnessstudio und begann so sehr früh damit, seinen Körper eine absolute Maschine, zu trainieren. Nach kurzer Zeit lernte Ron dann den Fitnesscoach und Online-Unternehmer Julian Ziedlow kennen. Durch Zufall gewann der 14-jährige Berliner dann auch ein Trainingsprogramm von Ziedlow, das den Titel vom Pummelchen zu Vin Diesel trug. Sehr gut. Ron setzte die Ernährungsempfehlung aus dem Programm. Ron sah ein bisschen aus wie Jake von Two and a Half Men. Actually true. Sofort und störte sich auch nicht daran, dass ihn seine Mitschüler dafür belächelten, dass er sich sein Essen streng portioniert in Tupperdosen in die Schule mitnahm. Außerdem trainierte er ab diesem Zeitpunkt eisern und so konnte er schon nach kurzer Zeit große Fortschritte machen. Da Ron unbedingt etwas an seiner Figur ändern wollte, zog er das Programm fast vorbildlich durch. Und mit immer mehr körperlicher Veränderung begann sich auch sein Mindset zu ändern. Ron Bielecki wollte nicht nur dünner werden, sondern auch einen stählernen Körper haben. Abgerechnet wird am Strand. Um sich dafür selbst zu motivieren, Digga, und seine Erfolge zu dokumentieren, fing Ron dann auch an, Bilder von sich auf Instagram. Das ist so krass, ne? Das ist so krass. Das hat man komplett nicht mehr so im Kopf, aber das war früher Ron. Instagram zu posten, das war Ron. Und Trainingsvideos bei YouTube hochzuladen. Muss aber sagen, seine heutige Form ist deutlich besser. Zuschauer waren von seinen schnellen Fortschritten und seiner sympathischen Art begeistert. Und nach nur 3 Jahren Training. Ach so, Akani, von der Argumentation her kann ich dir leider nicht zustimmen, tut mir leid. Hatte der damals 17-Jährige nicht nur hunderttausende Follower, sondern auch einen voll durchtrainierten Körper, um den ihn viele erwachsene Sportler beneideten. Kurz vor dem Abitur machte Ron dann etwas, das viele seiner Mitschüler zunächst verwunderte. Er brach nämlich die Schule einfach ab. Entspannend. Allerdings nicht, um sich einem anderen Bildungsweg zu widmen, sondern um sich stattdessen voll auf seine neue Karriere konzentrieren zu können. Sein Ziel war es, Fitness-Influencer zu werden und durch Werbung und den Verkauf von Fitness- Akani, hör auf! Produkten ein Vermögen aufzubauen. Und tatsächlich ging sein Plan zunächst auf. Der etwas pummelige Jugendliche war nun ein durchtrainierter junger Promi und in der deutschen Fitness-Szene war der Name Ron Bielecki immer mehr Leuten bekannt. Nachdem Ron hunderttausende Abonnenten erreichte, das waren Views, bekam er einen lukrativen Werbevertrag mit dem großen
großen Fitnessproduktehersteller Rocker Nutrition, mit dem er immer noch zusammenarbeitet gerade, der ihn bis heute sponsert. Geschäftsführer dieser Firma ist übrigens Julian Ziedlow, der den 14-jährigen Ron damals im Fitnessstudio entdeckt hat. Doch auch unzählige andere Unternehmen wollten vom Erfolg des sportlichen Jugendlichen profitieren. Man darf ja nicht vergessen, dass alles, was Ron gerade macht, eine sehr, sehr lange, durchkalkulierte Massephase ist, um nächstes Jahr komplett tatsächlich zurückzuschlagen. Wirst du noch gegen Trimax kämpfen, The Man 94. Ich habe keine Ahnung, wer dir das erzählt hat, aber das wird nicht passieren, weil Trimax mich mit einem Schlag tötet. Und so verdiente Ron immer mehr und mehr Geld. Er war ein beliebter Gast auf Veranstaltungen und in Sendungen und sammelte fast 500.000 Abos auf YouTube und unzählige... Ja gut, aber das ist ja jetzt erst durch den Hype passiert, ne? Also das ist ja jetzt erst durch seinen neuen Content passiert. Follower auf Instagram. Eigentlich war Ron im Alter von erst 18 Jahren auf dem perfekten Weg dahin, Deutschlands erfolgreichster Fitness-Influencer zu werden. Doch auf einmal änderte sich das radikal. Der YouTuber wurde mit der Zeit nämlich immer häufiger auf exklusive Partys und Events eingeladen, auf denen er dann auch immer wieder junge Frauen kennenlernte. Diese Seite seines neuen Lebens als Fitnessstar gefiel ihm so gut, dass er immer öfter Partys feierte, immer mehr Frauen traf und... Aber war Ron nicht sogar irgendwie vor Julian Ziedlow schon erfolgreich oder sowas? RTL 3, Fans wissen Bescheid, RTL 3. Auch sein Alkoholkonsum begann stark zu steigen, statt ein paar Mal... Ey, ich glaube tatsächlich wirklich, dass Rons Alkoholkonsum erst seit Mykonos so am Sack ist. Also ich glaube tatsächlich, dass Ron wirklich erst seit Mykonos letzten Jahres so richtig im Alkoholfilm ist und ja... Alle im Monat feierte er teilweise mehrmals die Woche und blieb nicht selten auch mehrere Tage in Folge nicht nüchtern. Auch wenn so ein Lifestyle für... Jugendliche natürlich nicht ungewöhnlich ist, begann es bei Ron zunehmend exzessiver zu werden. Würde ich nicht sagen, nein. Mit der Zeit fing auch seine Fitnesskarriere an, darunter zu leiden. Statt Trainingsvideos und Fortschritte auf seinen Social-Media-Profilen zu teilen, lud er mehr und mehr Bilder von seinen Partys und Selfies mit Aber es ist ja auch voll okay. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, so der Bro hat jahrelang gehasst als professioneller Athlet. Man darf jetzt auch mal ein bisschen leben, oder? Auch seinen Alkohol- und Zigarettenkonsum begann er auf Instagram zu teilen, womit er seine Fitness-Follower etwas abschreckte. Dieser Lifestyle wirkte sich auch schon in kurzer Zeit auf seinen Körper aus und seine Fitnessfortschritte begannen langsam zu verblassen. Obwohl er extra sein Abi abgebrochen hatte, um Fitnessstar zu werden, hatte er bereits nach Monaten schon mit fast allen sportlichen Aktivitäten abgebrochen. Nicht nur das, er begann sich auch immer mehr selbst zu schaden. Sein Alkoholkonsum ging schon vor über 4 Jahren so weit, dass Ron im Sommer 2017 ein YouTube-Video hochlud, in dem er erklärte, dass er gerade nicht wisse, welcher Tag eigentlich wäre. Gut, vielleicht ist es da einfach mal auch in der Zeit, dann mal eine Pause zu machen, ne? Das war ja mal angedacht. Ich denke auch mal, dass Ron sich sehr bewusst ist, dass er sich nur richtig einen reintrinkt, sondern auch, dass er da tatsächlich in unangenehme Gefilde so langsam steppt und da auch sicherlich irgendwann mal verstehen muss, dass das halt so nicht weitergehen kann, ne? Und dass er tagelang nur am Feiern war. Ich schwöre auf alles, nie wieder Alkohol. Nie wieder Alkohol. All I need. Danach gab er in demselben Video zu, dass er ein Alkoholproblem hat und versprach seinen besorgten Zuschauern direkt mit dem Trinken für immer aufzuhören. Statt dann sich allerdings wieder mehr seiner Fitnesskarriere zu widmen, fing er stattdessen mit Glücksspiel an und präsentierte seinen Zuschauern immer wieder Casino-Livestreams. Nachdem es in seinen Videos kurze Zeit tatsächlich so wirkte, als ob Ron wirklich nicht mehr trinken würde, tauchte er dann nicht mal ein Jahr später betrunken mit Fans auf der Fitnessmesse FIBO auf. Scheiße. Hier schenkte er gut gelaunt Wodka Energy aus und lief anschließend trinkend im Bademantel über die Veranstaltung. Vor den Augen von tausenden Besuchern zündete er sich dann sogar eine Zigarette in der Halle an und warf rauchend Geldscheine ins Publikum. Scheiße, was? Was hat der gemacht, Digga? Das ist eine Fitnessmesse. Er läuft da besoffen rum, zündet sich eine Kippe an und wirft Geld rum, Bro. Ab diesem Zeitpunkt war aus dem einstigen Fitness-YouTuber dann endgültig der partyverrückte Playboy geworden, als der er heute jedem bekannt ist. Ron begann nicht nur seine Liebe zum Alkohol ganz offen zu seinem Markenzeichen zu machen, er umgab sich auch immer mehr mit attraktiven Frauen, die er teilweise in Scharen um sich versammelte. Ja, das klappt aber halt nicht immer, ne?
ebenfalls fing er an, immer mehr Tabus zu brechen und postete nicht selten auch mal Bilder mit Frauen in freizügigen Outfits. Posts gingen sogar so weit, dass er vom Werberat eine Drohung erhielt, der seine Inhalte als frauenfeindlich und diskriminierend einstufte. Finanziell lief es seit Rons Wandel allerdings sehr gut für den YouTuber, der sogar anfing, eine eigene Wodka-Marke und Merch zu vertreiben. Na, Schwanzbau Paris, gute Kollektion. Ebenfalls brachte er sogar eigene Songs raus, in denen er seinen Lifestyle voller williger Frauen, Partys und Alkohol besingt. Bei dem, was als großer Spaß anfing, weiß man allerdings leider nicht mehr, ob es wirklich noch Spaß ist oder ob Ron mittlerweile ein echtes Alkoholproblem hat. Ich würde sagen 70-30. Dem Ron im Alkoholrausch vor laufender Kamera in einem seiner Urlaube einer Frau die Füße geleckt hatte. Also, es war Mykonos und er hat Shadens Füße geleckt und wir haben alle gesagt, Ron, lass das. Wurde er bei Twitch gebannt und verlor eine große Einnahmequelle. Ja gut, er wurde ja auch wieder hergestellt, also es war ja nur eine Zeit lang. Und als er versuchte, eine Bierflasche mit den Zähnen zu öffnen, brach er sich dabei einen Zahn ab. Auch wenn Ron selber seinen Lifestyle in Interviews verteidigt und erklärt, dass er einfach nur gerne Spaß habe, beginnen sich inzwischen einige Zuschauer in den Kommentaren. Da das rechtfertigen gut begründet, diese Großvater sagt eigentlich nur aus, dass er Alkoholproblem hat und nicht eingestehen will. Ich hoffe, das merkt er recht. Unter seinen Videos Sorgen über seine Verfassung zu machen. Denn in aktuellen Videos erkennt man teilweise reale Folgen von jahrelangem Alkoholkonsum. So wirkt er beispielsweise immer wieder aufgedunsen und auch seine Sprache kommt oft verwaschen und undeutlich rüber. Manche vermuten allerdings, dass Rons Verhalten insgesamt nur eine große Show sei. Doch seine... Ja, also ich sag mal so, privat ist er ein sehr sympathischer Kerl und sicherlich legt er nochmal eine Schippe drauf, aber natürlich ist das im Großen und Ganzen uns allen auch schon bewusst und wir haben da auch alle schon mal gesagt, hey Bro, lass mal ruhig machen. Man vergisst aber halt ganz oft, dass wenn man halt ihn auch nur ausgewählt sieht, also wenn ich ihn jetzt 3-4 Mal sehe im Monat oder so oder sagen wir mal 1-2 Mal im Monat und ich mir dann mit ihm richtig einen reintrinke, dann vergesse ich halt auch oft leider dabei, dass er vielleicht die anderen paar Tage im Monat auch schon getrunken hat. Das ist dann auch nicht das beste Verhalten. Hattest du die grüne Schüssel nicht auf dem Kopf? Die hatte ich auf dem Kopf und die ist stecken geblieben. Zahlreichen Absturzvideos und Compilations beweisen, dass der eskalative Lebensstil, also gesund ist es auf jeden Fall nicht, immer noch gefeiert wird, mittlerweile eine echte Gefahr ist. In einem Podcast erzählte Ron beispielsweise, dass er in einer Partynacht immer sein ganzes Geld ausgibt. Ja, das ist wirklich ein Punkt, den man vielleicht... Egal, ob er mit 50 oder mit 3000 Euro im Portemonnaie losgegangen sei. Außerdem erwähnte er, dass er in echt noch schlimmer unterwegs sei als in seinen Videos. Ja. Und manchmal sogar seinen Eltern teilweise Videos schickt, in denen er sich unzensiert mit Frauen vergnügt. Ja. Laut eigener Aussage ist also nichts, was in seinen Videos zu sehen ist, fake. Nein, fake auf keinen Fall. Tatsächlich ist Ron im echten Leben sogar noch wilder, als man es im Internet sieht. Obwohl immer wieder besorgte Menschen in seinem Umfeld versuchen, Ron auf den rechten Weg zu bringen, weil sie es schockierend finden. Schlimmste Party-Story von dir und Ron? Kann ich legit einfach nicht erzählen. Das ist eine Story, die auf Mykonos passiert ist, kann ich nicht erzählen. Kann ich einfach nicht erzählen, sorry. Wenn er beispielsweise in der Öffentlichkeit erbricht, sieht Ron seinen Lebensstil nicht als problematisch an. Stattdessen erzählt er einmal, dass er eine polnische Genetik habe und trotz des Alkohols sehr gut funktionieren würde. Es bleibt also abzuwarten, ob Ron irgendwann seine Meinung nochmal in seinen Lebensstil letztlich zugrunde richtet. Erzähl mir wenigstens Details. Aber was ist denn eure Meinung zu Ron Bielecki und seinem Lifestyle? Feiert ihr den YouTuber oder ist sein Content nicht wirklich eure Sache? Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr von ihm haltet. Ansonsten liked das Video, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns dann das nächste Mal hier. Alles klar,